Hoppala, was gibt's heute? Ja, wer den Post nicht gesehen hat, nochmal kurzes TLDR. Letzte Woche kein Video. Es hatte sich nämlich ein Wasserrohrbruch ereignet. Ja, eine Wasserzuleitung hat das Zeitliche gesegnet und ein bisschen Wasser hier im Haus verteilt. Dummerweise nachts und dummerweise an der Stelle, wo es jetzt nicht direkt auffällt. Von daher alles ein bisschen ungünstig. Es ist zum Glück das meiste wohl im Treppenhaus geblieben. Das heißt, so an Einrichtungen ist nicht viel Schaden. Aber da wollte ich dann doch eher hingehen und erstmal alles, wo ich so für mich schon mal sehen kann, okay, das sollte man jetzt tun, bevor da noch mehr Schäden entstehen, da durchgehen. Von meiner Seite aus, alles, was ich sehe, ist trocken. Das heißt, jetzt erstmal warten, ob und wann einer von der Versicherung kommt und dann sagen kann, was denn sonst noch alles gemacht werden muss. Gerade so Estrich und sowas ist natürlich eine Frage, wie sehr da noch Feuchtigkeit drin steckt. Kann ich so nicht sehen. Was ich aber sehen kann, das ist, dass ich im Moment jetzt so erstmal nicht weiterkomme. Also kümmern wir uns zumindest mal um ein bisschen was Kleinkram. Und da hätte ich den hier. Hatte man doch schon mal, oder? Ja, war es richtig. Aber das hier, das ist der einzige, der hätte im Zweifelsfall tatsächlich die Katastrophe etwas vermindern können. Ich schätze mal, so zwei Drittel vom Wasser hätte der hier stoppen können. Einfach weil das Ding hier misst ja auch Luftfeuchte. Und der hat tatsächlich gemessen, dass die Luftfeuchte hochgegangen ist. Hatte ich keinen Trigger drauf, weil ich bin nie im Leben davon ausgegangen, dass irgendwie ein Wasserschaden einen Temperatursensor dann auslöst, weil das Wasser ist halt hier drüber geflossen. Und genauso sieht halt auch aus. Ja, das heißt, ich werde nicht nur hingehen und mal definitiv an die Stelle wieder einen dranhängen und diesmal einen Trigger draufsetzen, wenn die Luftfeuchte zu hoch geht. Und naja, hier das ist überall Rost. Mal gucken, ob wir den irgendwie noch retten können, wie er von innen aussieht. Ich glaube zwar nicht, aber hey, versuchen kann man es ja, vielleicht haben wir ja Glück und es ist nur außenrum, weil die Sache ist, der hier hing halt an einem braun gestrichenen Holz. Vielleicht ist es einfach nur Farbe, die rausgewaschen ist. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach irgendwas, um hier aufzumachen. Das hier. Und, wie sieht es im Inneren aus? Wobei, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass wir da ohnehin groß was retten können, einfach weil der Wassersensor wahrscheinlich jetzt ja komplett hinüber ist. Meine Lampe lässt nach. Moment, machen wir mal hier wieder hell. So, das sieht besser aus. Also, ich sehe auf jeden Fall, dass hier unten in dem Bereich wohl Wasser war. Ich glaube nicht, dass das von vornherein so war. Aber ich sehe keine Wasserspuren von oben. Weil das hier hängt ja oben, das ist unten. Das heißt, wir könnten sogar Glück gehabt haben, dass es tatsächlich alles außen rum gelaufen ist und nur hier unten ein bisschen ins Batteriefach rein ist und einfach die Batterie da rum korrodiert hat und das Board tatsächlich noch heile ist. Na gut, schauen wir doch einfach mal. Ich habe sogar noch die Batterien. Wie sehen die aus? Nicht wirklich was zu sehen. Okay. Schauen wir mal, ob die noch voll sind. Wenn ja, machen wir so rein und gucken einfach mal, ob noch was lebt. Das wäre natürlich die ideale Variante. Ich habe natürlich noch ein paar von denen, das heißt, ich kann einfach mal einen daneben legen und gucken, wie es dann aussieht. Also, was sagen sie im Leerlauf? Hast du noch Spannung? So, sieht noch voll aus. Und du? Auch. Okay, schauen wir mal, was er sagt. Mit Glück klappt auch mein Gateway noch. Das ist alles hier, das auch unter anderem die Stromversorgung gekantet hat, ein bisschen wackelig. Neu starten mögen wir nicht. Die LED geht noch an. Okay. Kriegen wir etwa Werte? Und tatsächlich, ich kriege tatsächlich Werte. Das Ding scheint also wirklich noch zu leben. Das ist unerwartet, aber I'll take it. Können wir sonst noch irgendwas machen? Wir könnten mal was aus Plastik dazwischen machen und nochmal den Stromverbrauch messen. Aber so wie das aussieht, ist der noch komplett in Ordnung. Und selbst wenn er nicht in Ordnung ist, ganz ehrlich, stört mich jetzt nicht so wirklich, weil die Batterien waren ja auch wahrscheinlich dann unter Wasser. Von daher, wenn er die leer zieht, passt schon. Solange das Ding nicht in Flammen aufgeht, works for me. Und in Flammen aufgehen mit zwei AA-Batterien, da muss man sich schon sehr anstrengen. Da bräuchte man schon einen ziemlichen Kurzschluss und den haben wir offensichtlich nicht. Also, jetzt so rum. Wie können wir das denn tun hier? Wir machen
den dahin. Ach, vermisst. Aha. Das ist der Nachteil bei hier so einer Zange. Der kann ja gar nicht mehr Milliampere messen. Jedenfalls nicht sinnvoll. Oder, Moment, hier habe ich noch ein anderes Multimeter. Dann holen wir das. Wobei das hat... Ich wette schon fast, das ist bei mir irgendwie so eine Krankheit, dass die Sicherung durch ist. Gucken wir mal gerade. Pieper. 20 Ampere ist noch okay. Die Milliampere bin ich mir nicht sicher, ob der okay ist. Ja, wir werden es sehen. Wenn keine Lampe angeht, war es nicht okay. Also Milliampere. Na, ruhig mal hier 20 Milliampere, nicht AC. Und was sagt er? Gucken wir mal. Wir wollen nicht hierhin abgeben. Von der hier. Muss man jetzt mal ein bisschen Handakrobatik machen und ja, 6 mA, das sieht eigentlich ganz gut aus. Müsste jetzt gleich ins Standby gehen. Jo. Ich denke, der sollte passen. Ist zwar jetzt nur eine grobe Messung, aber es ist nichts zu sehen. Von daher würde ich fast sagen, passt schon. Wir haben natürlich ein bisschen Korrosion hier unten an den Kontakten, aber ich würde fast sagen, das lassen wir. Da könnte man jetzt natürlich hingehen und versuchen, das wegzumachen. Das ist natürlich die Frage, womit überhaupt? Wenn Batterielauge ausläuft, die Alkaline-Batterien, geht man normalerweise mit einer Säure dran, um die zu neutralisieren. Aber hier, Feuchtigkeit ist halt keine mehr drin. Sollte passen. Na gut, prüfen wir gerade nochmal, was die Luftfeuchte sagt. Die hatte ich jetzt eben ja noch nicht geguckt. Wird gemeldet mit, wurde gemeldet mit 40%. Das sieht auch in Ordnung aus. Also der scheint auch nicht irgendwo oben zu stecken. Der scheint zu funktionieren. Nö, das ist dann weniger Reparaturaufwand, als ich gedacht hätte. Aber hey, wie gesagt, aktuell nehme ich alles, was hier funktioniert und kommt. Von daher kein so großes Video, aber hey, immerhin, der Sensor tut, obwohl er unter Wasser war oder im Wasserfall steckte, offensichtlich noch, was er soll.